Hallo! Das sieht aus wie ein Büro. Vielleicht liegt hier ja der High-Value-Loot. Nee, aber hier kann ich schlafen. Mich gratis einmal aufladen. Gott sei Dank, wir sind wieder komplett geheilt. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Und jetzt erstmal schöne Zigarette rauchen. Eine schöne Kippe. Ja, ja. Noch was, irgendwas. Wahrscheinlich können wir ans Terminal. Yay! Torschlüssel des Metro-Service-Bereichs. Wow, was ist das hier für eine Gegend? Wie riesig ist denn mal bitte dieser Dungeon, dieser Metro-Dungeon? Fangen wir doch hiermit erstmal an. MDCTA Service-Zugangsterminal. Okay. Hacken. Nee, sehr schön. MDCTA Systemwarnung. Aufgrund eines Systemversagens der Klasse 7 haben sich alle Wartungstechniker bei ihrer Dienststelle zu melden. Das Versäumnis dieser Aufforderung, Folge zu leisten, hat nach Klausel 45.7a des Vertrags mit der Servicearbeitergewerkschaft eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag. Gashaupt Strömtest starten. Ja, machen wir. Sehr schön. Sicherheitssafe aufschließen. Okay, das wäre alles. Das ist dieser Safe. Den hätten wir erstmal knacken sollen für noch mehr XP. DCTA Laserwaffenprotokoll gleich. Ja, ja, ja. Nikola Tesla und sie Stealthboy und Vorkriegsgeld. Gleich lesen. Gleich lesen und dann hören wir uns das Holoband an. Nikola Tesla und sie. Data, Notizen. Wo haben wir denn den Spaß? Da. Ach, ist was zu lesen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen DCTA Laserpistole Standardausführung. Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um die im DCTA Mitarbeiterhandbuch unter Abschnitt 28.1.1b verankerten Vorschriften durchzulesen, die unten für Sie noch einmal abgedruckt wurden. Abschnitt 28.1.1b, ordnungsgemäße Anwendung der Laserpistole. Vorsichtig. Es muss darauf hingewiesen werden, dass jedes DCTA-Eigentum mit größter Sorgfalt behandelt werden muss und nur verwendet werden darf, wenn dies notwendig ist. Bei einem Angriff durch Kommunisten für die eigene Sicherheit zu sorgen, ist ein gutes Beispiel für den ordnungsgemäßen Gebrauch ihrer Laserpistole. Standardausführung. Die Laserpistole dafür zu verwenden, die Zahl der Nagetiere einzudämmen, stellt dagegen einen Missbrauch dar und wird gemäß Abschnitt 11.3.5c durch Disziplinarmaßnahmen bestraft. So, Abschnitt 28.1.1b1. Einhaltung der Sicherheitsbedingungen im Umgang mit der Laserpistole. Der Einsatz dieser Laserpistole in den DCTA-Metroanlagen kann in vieler Hinsicht nützlich sein. Der Benutzer muss aber zuerst seine Umgebung beobachten, bevor er beschließt, mit der Waffe zu schießen. Die Rohre in den Metroanlagen dienen häufig zum Transport leicht entflammbarer Gase. Das Schießen mit der Laserpistole in der Nähe eines Gaslecks könnte eine unerwünschte Explosion und oder schwere Körperverletzung zur Folge haben. Abschnitt 28.1.1b2. Verwendung der Laserpistole innerhalb der ordnungsgemäßen Spezifikationen. Alle DCTA-Mitarbeiter müssen darauf achten, dass die Impulsenergie, die Dauer und die Wiederholungsrate der Laserpistole innerhalb der Spezifikation bleiben, die im Benutzerhandbuch der Laserpistole angegeben sind. Eine Missachtung dieser Spezifikation kann schwere Disziplinarmaßnahmen durch das DCTA-Vorschriftskomitee sowie schwere Körperverletzungen zur Folge haben. Hä? Aber wo ist denn jetzt die Laserpistole? Ich habe keine bekommen. Ich will... Es ist doch nicht hier diese Standardpistole. Ich will eine richtig coole DCTA-Laserpistole haben. Und ich habe mich so gefreut gehabt. Das kann doch nicht sein. Vielleicht kriegen wir die hier noch irgendwo. Nicht, dass ich schon dran vorbeigerannt bin. Lunchboxen ohne Ende. Nein, nein, nein. Ich will meine Laserpistole. Aber naja, wir haben zumindest den Blick des Protektrons. Ist wahrscheinlich auch viel cooler als diese DCTA. Laserpistole. Warte mal, stopp. Das ist die, ne? Das ist eine stinknormale Laserpistole. Die ist einfach nur, naja, für das Personal halt. Na gut.
dann ist das halt so. Wie traurig aber auch, ne? So, kann ich meinen Blick des Protektors reparieren? Ja, ist drin, ne? Ich dachte wirklich, es wäre was Besonderes, aber ich sehe schon gerade, hier ist überall Gas. Und wenn ich jetzt ballere, dann explodiert alles. Aber allen voran explodiere ich und das ist nicht cool, darum lassen wir das. Ein Glück sind keine Gegner mehr hier. Ist jetzt überall hier Gas? Ich speichere mal kurz, ich will das sehen. Wow! Wir haben alles zerstört. Die Generatoren sind hinüber. Hat das was gebracht? Hat das vielleicht einen geheimen Eingang geöffnet? Cool wär's ja, oder? Das wäre richtig cool. Aber nein, leider nicht. Na gut, damit können wir weiter. Wir können jetzt endlich die versprochenen Treppen hoch. Ist jetzt hier auch Gas? Nee, ne? Nein, kein Gas hier. Okay, immersiver Third-Person-Modus. Jupp. Und dann müssen wir hier lang, genau. Und dann hier lang, oder? Ja, richtig. Alles cool. Wir sind auf der richtigen Fährte. Und dann wollten wir die Treppen nach oben. Schon lange her, dass ich das versprochen habe. Aber endlich. Jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein. Vielleicht das Licht ausmachen. Hallo? Sind hier noch Ghule? Vielleicht Reaver oder so? Denen ich ja lieber aus den Weg gehen würde. Komme ich da rein? Ticketschaltertür. Ach, das ist eine Tür. Ach, Herr Jemine. Wer hätte das gedacht? Aber nichts Interessantes hier. Nur eine Lackierpistole. Hier ist jemand seinem Hobby nachgegangen. Ein Hobby-Airbrush-Designer vielleicht. Vielleicht in der Mittagspause oder so. Ne, wir sind durch, ne? Das wird jetzt... Oh Gott, geh weg! Geh weg! Du miese Kakerlake. Das gleiche gilt auch für dich. Aber die zieht Leine. Das ist wahrscheinlich ein Weibchen. Kein böses Testosteron. Böse, aggressive Männlichkeit. Lässt eine Kakerlake zum Monster werden. Oh, eine Quantum. Schön. Also es hat sich schon gelohnt hier unten. Vor allem für die Laserpistole. Naja gut, nicht wirklich, aber... Also nicht wirklich für die Laserpistole. Aber die ein oder andere Kleinigkeit haben wir hier schon rausgeholt. Aber wo sind wir jetzt? Chevy Chase North. Ist das wieder so ein separates Gebiet? Ich darf mich nicht zu sehr hier verheddern. In Wegen und so. Ja, wir sind quasi jetzt ins Zentrum gereist, ne? Haben jetzt den Schnellreisepunkt klar gemacht. Können jetzt, wenn wir wollen... Zum Washington Monument. Oh. Aua. Hey, immer schön langsam. Was haben wir denn hier Schönes? Wasser, Wasser, Wasser. Oh, ist das wieder so ein teures Bleirohr? Wie unser Kollege hatte. Der töte Ödländer. Töte, genau. Ich meine natürlich den toten Ödländer. Nein, das ist ein... Ah! Mein Teddybär. Ach komm, die nehme ich auch mal mit. Der ist so einsam hier. Den packe ich bei mir genau zu Hause in den Sessel, wo der andere Teddybär schon wartet. Da habe ich ein bisschen Mitleid. Ein Herz für Teddybären. Ganz wichtig in dieser heutigen schweren Zeit. Nach all den Atombomben und so. Okay, da ist ein radioaktives Warnschild. Und da geht es tatsächlich zum Washington Monument, ne? Der Obelisk da drüben. Ja. Oder ist es das Lincoln? Nee, Lincoln Memorial ist was anderes. Doch wie dem auch sei. Wir sind jetzt durch. Und sind eigentlich noch gar nicht hier. Ich will ja hier weitermachen. Deswegen beame ich mich wieder zurück. Nach Friendship Heights. Und dann gucken wir uns erstmal den Rest an. Und dann können wir hier weitermachen. Wenn das dann als nächstes auf unserem Plan ist. Vielleicht wollen wir auch woanders lang gehen. Hier ist noch echt viel Land. Echt viel Land, was von uns entdeckt werden möchte. Natürlich nicht mit dem Anspruch, es hundertprozentig komplett aufzudecken, aber
Wir wollen schon mit unserer ganz persönlichen Ordentlichkeit wollen wir hier das Ödland erleben, ohne uns zu sehr zu verzetteln, ne, ohne es zu ernst zu nehmen. Wir wollen halt angenehme Zeiten hier verbringen. Aber erstmal wollen wir schlafen. Erstmal wollen wir wirklich schlafen. Wir haben es fast Mitternacht, also schalten wir mal 5 Stunden nach vorne. Nee, 6 Stunden. Hallo? 6 Stunden nach vorne, habe ich gesagt. Er wollte nicht hören. Dafür kann ich nichts. Guten Morgen! Was für ein wunderschöner Tag. Überall liegen tote Raider und so rum, aber das stört uns ja nicht. Wir haben heute viel vor. Als erstes geht's hier nach Nordosten. Und nach Osten, da wo wir eigentlich ursprünglich hin wollten. Bevor wir in die Metro gelaufen sind und dort Stunden verbracht haben und harte Kämpfe gekämpft haben gegen wilde Ghoul Reaver. Jetzt kann es auch langsam mal hell werden. Oh Gott, eine ganze Supermutantenbande. Wie schlecht jetzt für uns. Wirklich schlecht. Ich habe alles andere als eine gute Bewaffnung, um gegen die klar zu kommen. Oh, mein schönes Gleisgewehr. Es würde uns jetzt hier gerade retten, aber... Hey, naja, wir können uns zumindest mal mit dem Raketenwerfer probieren. Und schon sind wir wieder abhängig. Immer mehr. Ja, ich helfe euch. Ich helfe euch. Eat this. Bam. Da ist einer, der mit uns kämpft. Was ist das für einer? Immer schön auf dem Rumpf. Boom! Ja. Große Waffen und so, mein Freund. Große Waffen, hä? Wir sind auf Augenhöhe. Wir halten zusammen, du da drüben, hä? Ich übernehme kurz. Also, so langsam kannst du auch wieder einsteigen, ne? Wo will er hin? Wo will er hin? Oh! Das war auch sowieso keine gute Idee. Hey, hey, stopp, stopp, stopp! Hallo, was machst du da? Er wollte sich umbringen oder so. Selbstmord mit einem Raketenwerfer aus nächster Nähe. Ja, kämpfen! Ihr wollt kämpfen! Aber erstmal schieße ich dir die Minigun aus der Hand. Ja. Hey. Ja, genau, das ist mein Gesichtsausdruck, den ich gerade habe. Genau der. Das wollen wir doch mal sehen, meine Freunde. Das wollen wir doch mal sehen hier. Wo ist denn dein Aschehäufchen? Du hast da bestimmt ein bisschen was für uns dabei. Noch 2 Gegner. Auch dir schieße ich erstmal die Minigun aus der Hand. Mit Einzelschüssen, damit die restlichen in die Rübe gehen. Flop, flop. Nein. Meine Güte. Hier geht's aber auch wieder ab. Level erhöht. Was nehmen wir denn als nächstes? Energiewaffen, oder? Sprache auf, machen wir mal 75. Das lohnt sich ja langsam richtig. Kleine Waffen lassen wir so auf 95. Ja. Große Waffen. Nee, Energiewaffen. Ja, wir schießen 4 mit Lasergewehr und mit dem Blick des Protektrons. Hier machen wir eine schöne Runde 20 draus und der Rest geht auf Energiewaffen. Yay! Yay! So, jetzt wird es wieder interessant. Oh mein Gott. Ich habe schon wieder alles vergessen, was war. Nein. Mit Kindern reden. Nee, ist auch nicht so wichtig. Erstmal. Mit dem extra Verständnis erhalten Sie mit jedem gelesenen Fertigkeitsbuch einen weiteren Fertigkeitspunkt. Windhund. Mit dem extra Windhund können Sie Ihren durchtriebenen Charme einsetzen, um Leute zu beeinflussen. Darüber hinaus erhöht jeder weitere Rang die Fertigkeiten Sprache und Feilschen um 5 Punkte. Nein.
Bleimagen? Nein. Blutiger Tod. Mit der Eigenschaft Blutiger Tod fügen Sie mit Ihren Waffen 5% mehr Schaden zu. 5%? Einfach mal so? Das nehme ich doch. Das ist genau mein Ding. Geil. Hey! Wollt ihr wirklich gegen mich kämpfen? Wir haben gerade gegen die Supermutanten bestanden. Warum? Hey, stopp! Wow, er hat den VRTS-Modus nicht geöffnet. Es lag nicht an mir. Erstmal schieße ich ihm die Knarre weg. Sowas von! Und jetzt, hä? Und jetzt, Feuerwehrmann! Floppdiwupp! Ja, das tut verdammt weh, ne? Verdammt. Oh, oh Gott. Warum habt ihr alle so große Waffen? Das ist völlig unnormal. Völlig unerklärlich. Und gleich noch einen hinterher. Wow. Ein gefährliches Pflaster hier. Aber schön sieht's ja aus, ne? Und wie die Sonne uns gerade anstrahlt. Ist schon ganz nice. Wie sieht denn eigentlich der Zustand von unserem Flammenspeier aus? Nee. Der geht noch. Minigun. 5 mm Muni. Ameisenfleisch. Was will der mit Ameisenfleisch? Den Flammenwerfer braucht man nicht mitnehmen. Und wir haben jetzt 2 Miniguns. Können wir die nicht miteinander kombinieren? Ach, die sind beide im Eimer. Na, dann weg damit. Dann brauchen wir die ja auch nicht. Das ist natürlich ein krasser Nachteil, wenn wir wirklich regelmäßig alle Waffen der Gegner zerballern würden oder denen aus den Händen schießen würden. Weil die sind dann offensichtlich kaputt, was nicht so cool ist. Aber schön, dass wir überlebt haben. Ist immer eine schöne Sache. Wo ist denn bitte die nächste Location? Entweder da lang oder da ein bisschen weiter nach Norden. Nehmen wir doch erstmal dieses leere Dreieck und machen das voll. Rock Creek. Oh, das ist eine Höhle. Wo geht's hier rein? Eine Höhle ist immer gut. Naja, Höhle. Ist eher so ein Abflussrohr, aber ich merke schon, die ist verdammt radioaktiv. Höhlen von Rock Creek. Fiese, fiese Höhlen. Naja, das ist eher eine Kanalisation, oder? Ist das ein lesbares Heft? Nein, das ist nur eine optische Täuschung. Eine Textur, die so tut, als ob sie ein Buff-Heft wäre. Oh Gott, Meyerlurks. Sind die nicht noch ganz süß hier in Fallout 3? Die wirken so klobig in Fallout 4. Na, Gesicht, Mann. Immer schön ins Gesicht. Flop. Na, sind hier noch mehr? Ich tippe mal darauf. Oh, bitte ein bisschen vernünftige Munition. Nein, Pustekuchen, leider nicht. Nicht für dich, Leo. Schade. Wir brauchen wirklich Munition. So viel Munition. Alles, was ich kriegen kann. Außer natürlich für das kaputte Gleisgewehr. Erstmal haben wir dafür genug Munition. Solange es kaputt ist, haben wir wirklich ein Problem. Das ist einfach zu gut. Das Spiel wollte uns dieses zu gute Gewehr erstmal nicht lassen. Ja, Meyerlurk-Fleisch nehmen wir auch mit. Und wir leiden an einer Psychoabhängigkeit. Wirklich auf jedem Trip hier werde ich mindestens von 2 Sachen abhängig. Schon wieder. Aber Psycho ist einfach zu gut. Auch zu gut. Genauso wie das Gleisgewehr. Na, immerhin ein wenig 5-5-6er. Das lohnt sich ja alles schon. Alles cool. Aber erstmal bleiben wir oben und danach gehen wir hier unten noch rein. Bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Hallo! Speichern. Nicht, dass wir nochmal looten müssen. Caution. Okay, wir sind vorsichtig. Wer weiß, was da... Oh, der nächste Meyerlurk. Ich probiere mich mal mit dem Flammenspeier.
Vielleicht können wir ja hier aus dem Hinterhalt attackieren. Ja, kriegen wir das hin? Lohnt sich das? Hier, irgendwas treffen wir mit 96%iger Wahrscheinlichkeit. Was ist das? Den linken Arm. Na, dann nehmen wir den linken Arm.